Stolberg startet eine Kulturoffensive 2024. Und wir starten in eine Bergzeit mit diesen Themen am Mittwoch. Stehen und streiken, Warnstreik bei der Bahn. Singen und sammeln, Sternsinger im Landratsamt. Und Sehen und staunen, Schnitzausstellung in Arnsfeld. Glück auf! Bestimmt haben Sie vom Sachsen-Monitor gehört, der am Dienstag veröffentlicht wurde und sich zu den Ergebnissen eine Meinung gebildet. Eine Aussage ist, die große Mehrheit der Sachsen, nämlich 83%, hält die Demokratie für eine gute Regierungsform. Damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, zeigen sich allerdings nur 41% der im Freistaat Befragten eher oder sehr zufrieden. Mit Blick auf das Funktionieren der Demokratie in Sachsen ist der Wert mit 49% etwas besser. Am Tag vor dem Sachsen-Monitor hat Staatsministerin Katja Mayer eine neue Kampagne unter der Überschrift Beteiligung und Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern als Teil demokratischer Kultur vorgestellt. Erste Werbeanzeigen waren am Dienstag schon in Zeitungen abgedruckt. Wir lesen da: Nur in einer Demokratie gibt es noch Meinungsvielfalt. Machen wir was draus. Da steht nicht, nur in einer Demokratie gibt es Meinungsvielfalt, sondern es heißt, gibt es noch Meinungsvielfalt. Es ist zu vermuten, dass da jeder das rausliest, was er rauslesen will. Ob das wirklich im Sinne des Erfinders ist und hätte man das mit nur einem Wort weniger eindeutiger formulieren können? Diese Frage lasse ich mal für Sie im Raum stehen und leite über zu unserer bekannten Mittwochsfrage. Wann war das? Schwarzenberg bekommt eine neue Attraktion, ein neues Beförderungsmittel. Dabei hat der Schlossfelsen sein Aussehen verändert. ErzTV fragt, wann war das? Wir wollen wissen, in welchem Jahr ging der Schrägaufzug zwischen Hammerparkplatz und Altstadt in Betrieb? Die Einweihung war im Oktober des gesuchten Jahres. Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Stolberg startet eine Kulturoffensive 2024. Wie die Stadtverwaltung Stolberg mitteilt, hat die große Kreisstadt in den letzten Jahren beste bauliche Voraussetzungen für das Stattfinden von Kunst und Kultur geschaffen. Kultureinrichtungen sind neu entstanden oder wurden als solche revitalisiert bzw. umfunktioniert. In den kommenden Jahren soll das Hauptaugenmerk darauf liegen, die kulturellen Angebote qualitativ weiterzuentwickeln und die Kultur- und Freizeiteinrichtungen nachfrage- und zielgruppenorientiert zu profilieren. Auch die Belebung von Innenstadt sowie die öffentlichen Parkanlagen und Plätze stehen dabei im Fokus. Für 2024 ist bereits eine Vielzahl kultureller Angebote bekannt. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung soll am 27. Februar um 19 Uhr im Bürgergarten die Stolberger Kulturoffensive 2024 thematisiert werden. Am 25. Januar ist der Bürgergarten in Stolberg erstmal Schauplatz für eine politische Aktion. Unterzeichnet werden soll eine Resolution des Vereins Landschaft Verbindung Sachsen für den ländlichen Raum und eine ideologiefreie, zukunftsfähige, bürgernahe Politik. Die Resolution listet 12 Forderungen auf. Ganz oben steht dabei die Ablehnung des Haushaltsentwurfs 2024 im Bundesrat, solange dieser die unverhältnismäßigen Steuererhöhungen für den Mittelstand enthält. Rund um den Bürgergarten werden sich wieder zahlreiche Fahrzeuge einfinden.
Der Tradition folgend waren die festlich gekleideten Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde Annaberg-Buchholz auch in diesem Jahr wieder im Landratsamt Erzgebirgskreis zu Gast. Den Segen zu bringen ist das eine Anliegen, mit dem Singen von Liedern, Spenden für die Projektarbeit zu sammeln, das andere. Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit heißt das diesjährige Leitwort. Im Atrium des Dienstgebäudes trafen die Sternsinger am 23. Januar auf Landrat Rico Anton und Mitarbeiter der Verwaltung. Das Dreikönigssingen gibt es seit 1959. Seitdem hat es sich zur weltweit größten Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder engagieren, entwickelt. Der Landrat des Erzgebirgskreises freute sich sichtlich über den Besuch der Sternsinger. Mit seiner Geldspende beteiligte sich Rico Anton an der Sammelaktion 2024 und sagte dazu: Ich finde die jährliche Sternsinger-Aktion eine wichtige Form, öffentlich auf Themen, die speziell auf die Lebenssituation von Kindern weltweit abzielt, aufmerksam zu machen. Das gesammelte Geld trägt dazu bei, dort zu helfen, wo es zwingend erforderlich ist. In einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Schneeberg wurde ein 25-jähriger Mitarbeiter nach einem verbalen Streit durch zwei Bewohner am Oberkörper verletzt. Das meldet die Polizei. Bei den Bewohnern handelt es sich um türkische Staatsangehörige im Alter von 29 sowie 42 Jahren. Laut Zeugenaussagen soll ein Messer verwendet worden sein. Ein solches konnte allerdings durch hinzugerufene Polizeikräfte nicht aufgefunden werden. Die oberflächlichen Verletzungen des Geschädigten wurden vor Ort ärztlich versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen und den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. Hoher Sachschaden steht nach einem Unfall am Dienstag in Eibenstock zu Buche. Eine selbstfahrende Arbeitsmaschine war am Morgen auf der Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Badegärten unterwegs. Offenbar wegen Blitzeis geriet das Betonpumpenfahrzeug auf der abschüssigen Straße ins Schleudern und kippte letztendlich um. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 200.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch der 49-jährige Fahrer des Mercedes blieb unbeschadet. Werkzeug im Wert von rund 4.000 Euro wurde in Thun gestohlen. Das befand sich in einem Fahrzeuganhänger, der auf der Straße zur Silberzeche abgestellt war. Die unbekannten Täter hatten den Anhänger gewaltsam geöffnet, wodurch auch noch geringfügiger Schaden daran entstand. Bahnhof Zwönitz am Dienstagabend. Noch verkehren die Züge nach Fahrplan, wie hier zum Beispiel bei der Citybahn. Ab 2 Uhr beginnt dann der Streik. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL. Diesmal sollen die Warnstreiks mehrere Tage andauern. Zugreisende müssen sich bis zum Montag auf Behinderungen einstellen. Teilweise wurden Notfahrpläne sowie Schienenersatzverkehr eingerichtet. Vor allem der Schülerverkehr soll so gewährleistet werden. Der jetzige Warnstreik ist der bisher längste Warnstreik der GDL. Ein Vortrag über die Geschichte des Radonheilbades Bad Schlema kann am 25. Januar im dortigen Kurhotel besucht werden. Beginn ist 19 Uhr, Vortragender ist Hermann Meinl. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Bad Schlema als Radiumbad weltbekannt. Doch das sehr beliebte Kurgebiet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg komplett durch den Uranbergbau zerstört. Mit der politischen Wende und dem Ende des Uranerzbergbaus begannen die Bemühungen um den Wiederaufbau des Kurortes. Hermann Meinl, der Zeitzeuge dieser Entwicklung ist, erläutert die Vorgänge von der Grundsteinlegung des Kurmittelhauses bis hin zur Wiedererlangung des Titels Kurort.
Der Eintritt ist frei. Um eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 03771 215 und dreimal die 0 wird gebeten. Denkmal gesetzt. Der erzgebirgische Heimatdichter Otto Peuschel lebt nicht nur durch dessen vielen Liedpostkarten weiter, sondern auch in den Gedanken der Erzgebirger. In Krottendorf, wo der Mundartdichter, Sänger und Komponist zu Hause war, erinnert unter anderem ein Gedenkstein an den Mann. Otto Peuschel lebte von 1867 bis 1932. Die Gedenkstätte mit dem Denkmal befindet sich in Krottendorf an der Annaberger Straße. Auch ein Schaukasten des Erzgebirgszweigvereins Krottendorf, dem der Heimatdichter 25 Jahre angehörte, ist hier zu finden. Mundartdichter, Liedpostkarten, Schnitzen und Klöppeln. Im Erzgebirge steht das für Heimatfreunde in einer Reihe. Und heute auch bei uns in der Bergzeit. Denn ohne große Worte geht es bei uns mit einem neuerlichen Blick auf die große Schnitz- und Klöppelausstellung in Arnsfeld weiter. Schnitzer sind mehr als nur Männelmacher. Wer daran zweifelt, sollte die aktuelle Schnitz- und Klöppelausstellung des örtlichen Schnitzvereins besuchen. Hier sieht man neben den Holzfiguren viele Beispiele, was von geschickten Händen Kunst und liebevoll geschaffen werden kann. Der Vereinsvorsitzende Falko Lorenz sagt uns über seine Leute. Also Verein hat über 40 Mitglieder, gestaffelt aus unserer Klöppelgruppe und unseren Schnitzern. Im Schnitzverein haben wir auch noch eine Kinderschnitzgruppe, die manchmal auch sehr unregelmäßig ist, wie das halt bei überall in der Kinderarbeit so ist. Ist manchmal ein bisschen unverbindlich, aber sonst eine sehr starke Kinderschnitzgruppe. Und bei unseren Schnitzern sind auch viele junge Leute dabei. Und unsere Besonderheit, mal meine Frau, die schnitzt. Und wie gesagt, Schnitzer sind mehr als nur Männelmacher. Also wir treffen uns jeden Mittwoch. Auch die, die nicht schnitzen, ist immer unser Vereinsabend, wird geschnitzt, diskutiert, debattiert und da unser ganzes Vereinsleben geplant. Wichtigster Punkt bei den Planungen im Verein war zuletzt die große Schnitz- und Klöppelausstellung. Gibt es dazu etwas, was der Vereinschef noch loswerden will? Loswerden wollen, muss man schon sagen, die Ausstellung ist für uns ein Highlight, natürlich auch mit einem sehr großen finanziellen Aufwand verbunden. Und das als kleiner Verein zu stemmen, das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. Deshalb hoffen wir auf viele Besucherzahlen, wir haben eine sehr schöne Gastronomie und hoffen, dass es so wird wie beim letzten Mal, wo wir alle sehr gut zufrieden waren und eine sehr gute Bilanz ziehen könnten. Die Ausstellung ist immer wochentags von 14 bis 19 Uhr geöffnet und an den Wochenenden von 10 bis 19 Uhr. Letzter Ausstellungstag ist der 4. Februar. Da nicht jeder Arnsfeld wie seine Westentasche kennt, Turnhalle bzw. Dorfgemeinschaftshaus sind unterhalb vom Sportplatz zu finden. Man kommt hin, wenn man von der durch den Ort führenden Hauptstraße in die Sportplatzstraße einbiegt. Vom Abzweig sind es vielleicht noch 200 Meter. Einige Parkplätze sind an der Turnhalle vorhanden. Apropos Parkplatz, wir müssen noch unsere Mittwochsfrage auflösen. Wir wollten heute wissen, in welchem Jahr ging in Schwarzenberg der Schrägaufzug zwischen Hammerparkplatz und Altstadt in Betrieb. Das ist schon ein paar Jahre her. Die richtige Antwort lautet 2010. So haben wir damals vom Ereignis berichtet. Ein Schrägaufzug am Schlossfelsen ist die neue Attraktion in Schwarzenberg. In 42 Sekunden können Einheimische und Touristen jetzt bequem vom Hammerparkplatz direkt in die Altstadt gelangen. Nach nur 7 Monaten Bauzeit war am 15. Oktober die Einweihungsfeier. Die Idee einer Aufstiegshilfe stammt bereits aus dem Jahr 1993. Die Idee ist ja bereits 1993 entstanden von Dr. Schaffer. Und das ist ja dann wieder alles fallen gelassen. Er sprach damals von einem Lift. Wir haben das dann in den Jahren 2005 mit dem City-Wettbewerb vertieft und dann ging es eigentlich Schritt auf Schritt. Der zweite Preis beim City-Wettbewerb im Jahr 2005
war mit 20.000 Euro dotiert und der Startschuss für das 1,5 Millionen Projekt. Neben Schrägaufzug mit Berg- und Talstation, realisiert durch eine Schweizer Firma, sind auch 95 Pkw und 3 Busparkplätze entstanden. Eine Fahrt mit dem modernen Aufzug kostet 50 Cent. Zur Einweihung gab es jedoch unbegrenzte Freifahrten. Bedingt durch das begrenzte Fassungsvermögen von 8 Personen pro Fahrt haben aber viele der etwa 1000 Schaulustigen trotzdem den Aufstieg über die historische Treppe gewählt. Eine Fahrt kann man ja jederzeit nachholen. Parken auf dem Hammerparkplatz ist kostenlos und das Ticket für den Aufzug kann man beim Einkauf in der Altstadt oder einem Museumsbesuch verrechnen lassen. Wir haben ja das Park-Hinweissystem Altstadt. Und dort, wenn Sie jetzt geschaut haben, finden Sie ein Piktogramm mit einem Aufzug darauf. Und das heißt, es ist ja das Zeichen, dass ich sage, dort ist der Parkplatz und dort gibt es einen Aufzug. Ich denke schon, dass das erkannt wird. Und es wird sich auch rumsprechen. Übrigens, bei einer Fahrt mit dem Schrägaufzug bekommt man Schwarzenberg aus einem völlig neuen Blickwinkel zu sehen. Sie wollen die Bergzeit aus einem völlig neuen Blickwinkel sehen? Dann schauen Sie uns doch mal im Kopfstand. Vielleicht gibt es ja auch jemand Hilfestellung. Morgen ist die nächste Gelegenheit dazu. Sie können uns aber auch in Ihrer gewohnten Lieblingsposition verfolgen. Ist vielleicht besser so. Bis dahin also, Glück auf! Ich liebe die sportliche Herausforderung. Das ist für mich ein Lebenselixier. Als ich vor circa 2 Jahren bei einem Golfturnier ganz fürchterliche Schmerzen in meinem Hüftgelenk hatte, war es für mich eine mittlere Katastrophe. Dann habe ich von Rosaxan gehört. Und seit ich Rosaxan einnehme, sind diese Schmerzen komplett verschwunden. Jetzt kann ich mich endlich wieder meinen neuen sportlichen Zielen hingeben und freue mich sehr darauf. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag. Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3.000 Euro. Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass Sie Ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben Sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft. Mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de. Per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3. Ihr Anschluss an die Zukunft. Jetzt großer Winterschlussverkauf bei TTM. Bodenbeläge, Gardinen, Tapeten, vieles stark reduziert. PVC-Belag mit Fließrücken nur 9,99. Teppichbodenläufer in 3 Farben ab 7,99 der laufende Meter. Nur für kurze Zeit 20% Rabatt auf maßgefertigte Markisen. Und Kurzgardinen ab 1 Euro der Meter. Das Wichtigste bei TTM ist unser Komplettservice, von der Beratung bis zur Montage bei Ihnen zu Hause. Denn nach dem Kauf liefern und verlegen wir Ihre Böden kostengünstig und professionell. So werden auch Ihre Traumgardinen und Stoffe direkt in unseren Häusern für Sie zugeschnitten und genäht.
Auch das Ketteln nach Maß, direkt nach dem Kauf, gehört bei TTM einfach dazu. Das sind alles nette, zuverlässige Mitarbeiter. Wir tun seit 15 Jahren zusammenarbeiten. Das macht es natürlich, sag ich mal, einiges leichter. Man kennt die Leute seit 15 Jahren. Und ja, es macht eigentlich jeden Tag wieder Spaß. Ob bei der Gestaltung ihrer Fenster oder bei der Verlegung von Vinylböden, PVC, Laminat oder Teppichboden. Wir bei TTM legen großen Wert auf unsere kompetenten und gut ausgebildeten Fachleute. Zum WSV bei TTM. Der Spartipp. Bordürenteppich, Flachgewebe, je für nur 9,99. Teppichboden, feine Schlinge, jetzt 6,99 der Quadratmeter. Ösenvorhang, floral bestickt, jetzt je nur 15,99. Ich bin die Kerstin Schaffner. Ich bin Marktleiterin beim TTM Markt in Lößnitz in unserem schönen Erzgebirge. Und unser Team freut sich auf Sie. Für ein schönes Zuhause. Mit TTM, Ihrer Nummer 1, immer gut beraten.